Hey, what's up, guys? Wer es noch nicht mitbekommen hat, es gab neuen Sidra Support und auf den möchte ich mal innerhalb dieses Replays zukommen. Ich spiele mein Sync Deck, er sein Sidra Deck, Starthand, Instant, Pot of Duality, den Core. Damit kann er sich eine Sidra, Cybernetic oder Cyber Spellware Trap suchen. Wenn er im Grave ist, kann er ihn bannen, um einen Cyberdrachen vom Deck zu specialen. Dann haben wir hier noch den 3. Der macht alle Sidras auf dem Feld zu Level 5. Und wenn er gebannt wird, darf ich einen Sidra auf dem Feld wählen, der nicht durch Kampf oder Effekte zerstört werden kann, die Runde. So, wir gucken mal an. Mach den zu 5. Instant Fusion auf den. So, halt, stopp. Holt Cyber Dragon Nova. Zwei Maschinen. Hat drei Effekte insgesamt. Eine, Detach One. Und er darf dann einen Sidra vom Grave Special. Zweiter ist, einmal pro Zug, keine Kosten, einfach nur Ansagen. Der erste ist der normale Detach, was auch noch nicht mal Kosten sind für mich. Aber ist egal, spielt jetzt keine Rolle. Der zweite ist halt Space Speed 2 Effekt. Bann ein Sidra von deiner Hand oder vom Feld. Und diese Karte kriegt einen Powerschub von 2-1, das heißt auf 4-2 wird der gepusht dann bis Endphase. Und sollte der durch einen Karteneffekt des Gegners im Grave landen, dann kann ich ein beliebiges Maschinen-Fusionsmonster aus meinem Extra holen. Ja, pretty OP, right? Was hat er da jetzt nachgezogen? Ich sehe jetzt gerade nicht so spontan. Das ist im Prinzip eine Miracle Fusion. So, er nimmt sich Cyber Network. Können wir uns gleich mal angucken. Was sagt Cyber Network? Zerstöre diese Karte während deiner dritten Standby Phase nach Aktivierung. Einmal pro Zug, falls Cyber Dragon auf dem Feld ist, kann er ein Lichtmaschinenmonster vom Deck bannen. Und wenn diese Karte auf dem Grave geht, vom Feld aus, darf er so viele Maschinen, Lichtmaschinen aus der Bannzone specialen wie möglich. Und dritter Effekt, falls man das tut, zerstöre alle Spell und Traps, die man selbst kontrolliert. Und die Monster, die dadurch gespecialt werden, können ihre Battle. Und wenn man das macht, kann man die Battle Phase nicht nutzen. Sie haben es versucht, ein bisschen zu balancen, weil ich finde die Supportkarten echt OP. Alle im Gesamtbild. Aber gut, it's Konami. Da ich nicht wirklich ein Play hatte in der Situation und nicht mehr dran gedacht habe, dass der Spell Speed 2 ist. Hier der das Exit. Habe ich erstmal so gemacht. Er macht noch ein Duality. Ein Machine Dupe. Armory geht drauf. Und ich ziehe einen Raiko nach. Sette den auch. So, Cyber Network band er wieder ein. Und geht damit auf Moment, auf Lionheart. Wer ihn nicht kennt, an sich eine Kombination aus Spirit Reaper und dieser Burn Damages, diesen Burn Damages Spellcaster. Also cannot be destroyed by battle when you take battle damage, aber ist ein relativ okay Status Rang 1 Exit. Aber gut, das soll ja jetzt hier nicht das Thema sein. Und ich habe das Glück, einen Dandy nachzulacken.
OCG-Bannliste, by the way. Dieses Rang 5 Exit, das ist einfach so schlimm. Und ich konnte ihn ja auch nicht einfach in der Situation angreifen. Das hätte nicht funktioniert. Und sein Cyber Network macht Rang 5 auf Nova und Volker. Angreifen darf er nicht. Drill Warrior kommt zurück. Edemir Broken Black Luster. Das ist einfach so krass, ey. Ich meine, guckt euch an. Er geht und dann kann er ein 4K rausholen. Any Machine Light. Nee, Any Machine Fusion, I'm sorry. Er kann Cyber End holen, er kann Cyber Trin Dragon holen. Er kann sogar den hier holen. Aber gut. Und ja, wir gucken mal kurz weiter. Jetzt kommt so quasi in die Phase von oben Lacken. Zieh Allure nach, aktiviere die auch. Und da ich eh Low Life Points gerade habe, mache ich, schmeiße den Gorts weg. Ne, den Doppel, was? Das war der Doppel, Entschuldigung. Okay, da haben jetzt... Die haben jetzt quasi einen E-Call bekommen. Oh man. Die haben jetzt quasi einen E-Call bekommen. Ich hab's eben nicht rechtzeitig geschafft, auf Stopp zu drücken. Wir gucken uns das mal an. Falls Cyber Dragon im Grave ist, aktiviere einen von diesen Effekten. Falls drei oder mehr Cydras im Grave sind, kann man beide davon aktivieren. You can only use once per turn. So, die beiden Effekte sind, adde eine Lichtmaschine, generisch, das heißt, er konnte sich dadurch den Eltern rausholen. Und der zweite ist, ziele eine Lichtmaschine im Grave an und misch es zurück ins Deck. Cyber Eltern ist, ja, alt, sag ich mal. Also, den gibt's schon länger, by the way. Um es kurz zu erklären, wenn er auf der Hand ist, kannst du ihn special, indem du alle Lichtmaschinen, war es Lichtmaschinen? Alle Lichtmaschinen vom Grave und vom Feld entfernst. Dann bekommt er halt ATK Monster mal 500. Und wenn er gespecialt wird, werden alle Face-Up Monster auf den Grave gesendet. Das heißt, Stardust kannst nicht negieren. Ich hatte das Luck halt, dass ich den Gorts immer noch hatte. Mit einem 4-5er Token. Macht Doppelkill. Attack for 2-7. Foolish für Lonefire, da ich nicht da reinziehen möchte. Burial. Dass ich die Rota nachgelackt habe, es spielt auch keine Rolle, denn... Darunter hat sich auch nur ein MST verborgen. Und ich finde wirklich, Cydra, also mit dem neuen Cydra Support haben die wirklich echt krasse Power und Konsistenz bekommen. Ist unglaublich. Also ich sehe sie schon als ein gutes Tier 2 Deck an bei dem Support. Ich finde das Deck einfach unberechenbar. Mich regt immer noch dieses Exit auf. Ich meine, du kannst einen Cydra specialen. Okay, sage ich nichts gegen. Du kannst den verdoppeln. ATK auch schon nicht schlecht. Und aber denn, ne? Diese, wenn der durch den gegnerischen Karteneffekt geht, darfst du erstmal ein 4K in der Regelfall holen. Ein 4K-Bieter. Das ist einfach insane, finde ich selber. Ist nicht logischerweise nicht ban-worthy oder limit-worthy, aber ich finde es echt krank, was dieses Exit alles kann. Gegen den E-Call sage ich nichts gegen. Was hatten sie noch? Das Cyber-Network ist echt krass, was letzten Endes
eine Abyssphäre für mich ist. Ne, eine Abyssphäre in Zusammenhang mit Rekindling. Weil ich hasse auch diese Effekte, die, Dingens. Die as many as possible. Sowas finde ich wirklich schrecklich. Vor allem, wenn man halt keine Kosten hat, so Rekindling-mäßig. Aber Cyber Network ist da noch ein Teil mehr balanced, aber nur ein ganz klein bisschen. Auf jeden Fall, das sollte nur ein kleiner Einblick gewesen sein. Wie ihr seht, ganz knapp 100:0 live. Auf jeden Fall, wer interessiert war an diesem Deck, das selbst zu spielen, probiert's aus. Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Es ist nicht meine Vorstellung, was ich so spielen würde. Aber ich werde es dem Deck eventuell in der nächsten Zeit einen Try geben. Das heißt, einen Versuch geben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.